Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei Renas Live dabei seid. Ich habe heute einen 90er-Tag für euch. Also alle, die so in den 90ern aufgewachsen sind, werden vielleicht die ein oder anderen Sachen, die ich hier so zeige oder euch nach den Fragen vielleicht als Bild noch einblende, vielleicht noch kennen, vielleicht kommen so die ein oder anderen Kindheitserinnerungen zurück. Ich habe 11 Fragen für euch, die ich beantworten werde. Ich werde niemanden taggen hinterher. Ich finde, das sollte jeder frei auswählen, ob er so etwas auf seinem Kanal posten möchte oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich habe das schon auf einigen Seiten gesehen und ich möchte auf jeden Fall mitmachen, denn ich habe auch ein paar Sachen noch, die von früher sind. Vielleicht nicht ganz so alte Sachen und nicht mehr alles verfügbar, aber ich werde mir mal Gedanken noch nach den Fragen machen und euch noch ein paar Bilder hinterher einblenden. Ja, vielleicht kennt ihr die ein oder anderen Serien oder so. Ich schieße mal los. Und zwar ist die erste Frage, was mein Lieblingsmanga oder Anime früher war. Und zwar natürlich gehörten da vor allem Dragon Ball. Ich habe da jetzt von dem Schach, was es mal gab, eine Figur. Und natürlich auch Pokémon gehört sehr, sehr, sehr dazu. Und wie ihr vielleicht wisst, allein schon anhand des Mangas, dass ich wieder im Wahn bin und wieder sehr viel spiele. Aber ich zeige euch jetzt danach noch ein paar Bilder, was ich noch alles geguckt habe. So, und dann habe ich die nächste Frage für euch. Und zwar, wer war dein Lieblingssänger oder Sängerin in den 90ern? Und zwar bin ich in den 90ern groß geworden. Als kleines Kind habe ich absolut diese Schlumpf-CDs gehört. Ich hatte aber auch von Sailor Moon so ein paar CDs, die ich aber leider nicht mehr besitze. Dann, wie ich etwas älter wurde, habe ich total viel Blümchen gehört. Jasmin Wagner, vielleicht sagt euch das noch was. Und vor allem fand ich Tic-Tac-Toe sehr cool. Diese CD habe ich sogar noch und sie ist von 1996. Fand total klasse, was sie da so gesungen haben. Vielleicht können sich die ein oder anderen noch daran erinnern. Ich werde euch vielleicht auch in der Infobox mal eines der bekannten Songs von dieser CD auflisten. Ja, und habe aber auch hier noch eine 90er-CD. Die habe ich mir erst, ich glaube, letztes Jahr gekauft. Sie ist von 2013. Da sind auch sehr, sehr viele tolle Songs mit drauf. Ja, Backstreet Boys habe ich auch sehr geliebt und Aaron Carter, bei ihm war ich sogar auch in einer näher gelegenen Stadt auf einem kleinen Konzert. Und ja, also es gibt wahnsinnig viele Bands, die man so gehört hat und ich werde euch gerne mal in der Infobox Songs verlinken, die ich absolut abgefeiert habe in der Zeit oder vielleicht auch im Anschluss noch ein paar Bands, die mir dazu einfallen. So, dann die Frage Nummer 3 ist, was ist deine Lieblingssüßigkeit in den 90ern gewesen? Also meine Lieblingssüßigkeit als kleines Kind waren diese Armbanduhren mit so Zuckerperlen dran. Vielleicht kennt man das noch oder es gab es auch als Halsketten. Da konnte man dann so dran rumknabbern. War eigentlich sehr unhygienisch, wenn man überlegt, dass man das am Handgelenk oder am Hals halt schon hatte. Und wenn man damit wenn man spielen war, kam da bestimmt Dreck rein und man hat es trotzdem noch gegessen. Und dann gab es diese Lecksteine oder wie die Dinger hießen. Das hattest du in der Hand und hast das aufgeleckt. In der Mitte war so eine Kaugummikugel. Ich bin damit auch eigentlich da rumgelaufen und habe das gegessen. Und ja, wenn man das heute überlegt, ja, so super war das eigentlich gar nicht. Und dann gab es noch diese Muscheln, die waren aus Plastik und innen drin war quasi wie so ein Lolli. Das konntest du dann auch so rauslutschen und so, also sowas halt. Vielleicht kennt ihr das noch. Ich werde mal schauen, ob ich Bilder finde und das seht ihr dann gleich.
So, und dann habe ich hier noch die Frage, Lieblingsspiel in den 90ern. Das ist definitiv schon mal Skibbo. Das spiele ich heute noch ab und zu mal oder hab ich oft auch mit meiner Mutter gespielt. Dann natürlich auch Uno, aber nicht nur ja, Kartenspiele, sondern auch Konsolen habe ich früher geliebt. Und zwar habe ich jetzt hier die Nintendo 64 Pokémon Edition. Da ist auch noch das Spiel Pokémon Stadium drin. Aber was ich auch geliebt habe, ist natürlich das alte Super Nintendo oder den Game Boy, den uralten. Vielleicht kennen die Leute noch. Oder das Pocket hatte ich früher noch und Game Boy Color. Ich habe sehr viel Pokémon gespielt oder Mario-Spiele. Das liebe ich heute noch von Nintendo. Also immer noch genauso beliebt bei mir. Dann ist die nächste Frage, welches Spielzeug war dein liebstes Spielzeug im Happy Meal? Also früher so nach dem Kino sind wir öfter mal so als kleiner Abstecher noch zu McDonald's gefahren. Und da gab es hier von diesen Beanie Babies, vielleicht sagt es euch was, gibt es mittlerweile sehr verbreitet diese Clubschis. Früher im Happy Meal gab es solche Plüschis, aber in kleinerer Variante, das ist jetzt nicht von McDonald's. Und die habe ich geliebt. Da sind so Körnchen drin und ich fand die richtig, richtig toll. Aber ich habe auch Spielzeuge geliebt, die oftmals zu Disney-Filmen erschienen sind. Die fand ich immer klasse. So, die Frage Nummer 7 ist, was ich früher gesammelt habe. Und zwar natürlich, wer hat das nicht getan? Und ich finde es so klasse, dass sich die Kinder oder dass man sich halt früher hingesetzt hat und hat Diddleblätter gesammelt. Hallo? Heute die Jugend, die steht in den Ecken, in den Schulhöfen und raucht schon. Und wir haben uns da hingesetzt und haben Diddleblätter gesammelt und getauscht. Also ich finde, das ist überhaupt kein Vergleich mehr zu der Zeit. Also ich habe Diddleblätter gesammelt, ich habe später Pokémon-Karten und Pokémon-Sticker gesammelt, aber ich habe dann auch in den 90ern, wie ich etwas älter wurde und so Stars oder so aktueller wurden, habe ich sogar Zeitungsausschnitte von speziellen Stars gesammelt. Ja, also wer macht das heute noch? Kennt ihr das? Also dass man sich eigentlich fragt, ja. Wieso man das gemacht hat, also sich da hinsetzen und Zeitungsausschnitte ausschneiden und einen Ordner anlegen oder sowas. Also vor allem habe ich halt sehr viele Pokémon-Karten besessen, aber leider habe ich keine mehr. Und die nächste Frage ist, welcher ist dein Lieblings-Disney-Charakter? Wie ihr vielleicht wisst durch meinen Kanal, also ich bin ein totaler Disney-Fan. Also hier seht ihr auch einen Teil meiner Disney-Sammlung. Und ich muss gestehen, dadurch, dass das so lange her ist, musste ich sogar meinen Dad mal fragen, was habe ich eigentlich früher am meisten gemocht von Disney? Und mein Vater hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Ariel lief rauf und runter und rückwärts und vorwärts und wie auch immer. Also mein Disney-Charakter, Lieblingscharakter war Ariel. Und ja, ich mag die Filme immer noch sehr gerne. Also vor allem halt lief der, falscher Film, der erste Teil natürlich bei uns. Und ich hatte sogar auch von Ariel so ein Kissenbezug. Da hat mein Vater gesagt, das war wie so ein Schnuffeltuch für mich früher als kleines Kind. Und das war überall dabei und ich habe diesen Bezug heute noch. So, die nächste Frage ist, was hast du nach der Schule immer geschaut? Also, ich habe früher sehr viele Animes geguckt auf RTL 2. Da lief dann Doremi, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, was liefen noch? Digimon, die Kickers, Mila Superstar. Also wahnsinnig viele Animes habe ich geschaut.
Gerne verlinke ich euch dann auch gleich mal ein paar Bilder dazu. So, die nächste Frage ist Lego oder Playmobil? Also ich bin ehrlich, Lego habe ich zwar auch gespielt, aber nicht so sehr wie Playmobil. Von Playmobil hatte ich einen Bauernhof und Kutschen und also ich habe es geliebt und es stand immer in meinem Zimmer und damit wurde dann natürlich auch mit Freunden gespielt und ja, also es war definitiv Playmobil. So, und die letzte Frage ist, was war dein Lieblingsvideospiel? Also wie ich leider vorhin ja schon erwähnt habe, habe ich definitiv sehr, sehr viel Pokémon gespielt. Moment, ich zeige euch nochmal hier die Stadium. Aber vor allem habe ich es gespielt auf dem Game Boy. Aber ich mochte auch wahnsinnig gerne die Mario-Spiele, ob das jetzt eben hier für den Nintendo 64 oder Super Nintendo war. Aber ich hatte auch mal eine Weile den Sega und habe sehr viel Sonic gespielt. Also, und Videospiele auf dem PC. Ich weiß gar nicht mehr, war das dann schon 2000 oder war das doch noch 90er? Vielleicht wisst ihr das und könnt mir es in die Kommentare schreiben, denn ich weiß es gerade nicht. Ich habe sehr viel am PC Sims gespielt. Und wie vielleicht einige wissen, durch meinen Account auf Twitter, ich habe vor, mir das Sims-Spiel das Vierer zuzulegen und ein paar Let's Plays zu machen. Ich hoffe, das gefällt euch und lasst mir doch mal in den Kommentaren da, ob das was für euch wäre und ob ihr das anschauen würdet. Also ich verabschiede mich mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!